Guten Morgen miteinander. Ja, wie schon gesagt worden ist, mein Name ist Paulus. Ich bin ein Diener von Jesus Christus und bin von ihm zum Apostel berufen worden. Ja, Gott hat mir den Auftrag gegeben, seine gute Botschaft zu verkünden. Und das möchte ich auch da heute Morgen machen. Doch bevor ich loslege, ein paar kurze Vorbemerkungen. Zuallererst, mir ist es absolut bewusst, dass ihr alle schon vieles über das Evangelium gehört habt. Doch leider ist es so, dass von kleinen Missverständnissen bis hin zu regelrechten Irrlehren so einiges kursiert in unserer Welt heute. Und darum habe ich mich entschlossen, euch das Evangelium von Jesus Christus heute noch mal von Grund auf zu erläutern. Und ich bitte euch so zuzuhören, wie wenn ihr das zum ersten Mal hören würdet. Dass ihr das, was ich euch heute Morgen weitergebe, dass ihr das auch zu Hause noch mal in Ruhe nachlesen könnt, habe ich mich entschlossen, mich in meinem Vortrag heute Morgen mich Wort für Wort an den Brief zu halten, den ich an Christen in Rom geschrieben habe. Ich werde allerdings ein paar Passagen überspringen, und zwar vor allem die, die sich ganz explizit an die Juden richten. Ich gehe mal davon aus, dass ich der einzige Jude bin da heute Morgen. Und sonst sind es sicher nur Einzelne. Vom Ablauf her sieht es etwa so aus, es gibt eine kurze Einleitung. Da muss ich euch leider eine schlechte Nachricht weitergeben. Dann darf ich euch die gute Nachricht bringen. Und dann wollen wir uns noch ein paar Gedanken machen über das neue Leben, das wir jetzt leben dürfen. Wie schon gesagt, Gott hat mir den Auftrag gegeben, seine gute Botschaft zu verkünden. Eine Botschaft, die er schon vor langer Zeit durch seine Propheten in der Heiligen Schrift angekündigt hat. Es ist die Botschaft von seinem Sohn. Als ein Nachkommen von David ist er als Mensch aus Fleisch und Blut geboren. Und Gott hat ihn als seinen Sohn bestätigt. Er hat ihn nämlich mit grosser Macht durch den Heiligen Geist von den Toten auferweckt. Das ist Jesus Christus, unser Herr. Durch ihn haben wir auch den Auftrag bekommen, in seinem Namen auf der ganzen Welt Menschen für Gott zu gewinnen. Dass sie an ihn glauben und auf ihn hören. Ja, und das ist ein Privileg. Aber auch ihr gehört zu denen, die von Jesus Christus berufen worden sind. Gott liebt euch und er hat euch dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Euch allen. Wie auch meine lieben Freunde in Rom wünsche ich Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herr Jesus Christus. Ich wette, dass ihr wisst, wie viele Mal ich schon habe zu meinen lieben Freunden in Rom gehen. Aber es hat bis jetzt einfach irgendwie nie geklappt. So gern würde ich auch bei ihnen Menschen für Gott gewinnen. Wie bei den anderen Nationen. Egal, ob sie aus unserer Kultur oder einer fremden Kultur sind, ob intellektuell oder unbildet. Ich fühle mich allen Menschen gegenüber verpflichtet. Darum, also, was mich betrifft, ich bin absolut motiviert, auch auf Rom zu gehen. Aber natürlich freue ich mich auch, euch da heute Morgen Gottes gute Botschaft weiterzugeben. Weil, hey, fürs Evangelium schäme ich mich nicht. Oder? In dieser Botschaft steckt nämlich die Kraft von Gott, wo jeder rettet, der daran glaubt. Allen voran die Juden, aber auch alle anderen Menschen. Das Evangelium zeigt uns die Art und Weise, wie Gott in seinen Augen Gerechtigkeit wiederherstellt. Und dass der Zugang dazu nur durch den Glauben ist. Es steht ja schon in der Schrift. Der Gerechte aber wird durch Glauben leben. Aber eben, vom Himmel her lässt Gott auch sein Zorn sichtbar werden. Und der richtet sich gegen alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit von Menschen, die die Wahrheit kaltschnäuzig ablehnen. Obwohl sie ganz genau wissen, dass es einen Gott gibt. Ja, Gott selber hat ihnen die Erkenntnis gegeben. Gut, Gott ist zwar unsichtbar, aber seit die Welt erschaffen worden ist, haben die Menschen an der Schöpfung sehen
und erleben, was Gott gemacht hat. Und daran wiederum seine ewige Kraft und sein göttliches Wesen können klar erkennen. Es gibt also keine Entschuldigung. Ja, trotz all dem, was die Menschen von Gott gewusst haben, haben sie nicht als Gott verehren oder ihm Danke sagen. Stattdem haben sie angefangen, sich unsinnige Vorstellungen von Gott zu machen. Und so ist sie ihren unverständigen Herzen finster geworden. Ja, sie haben für sich in Anspruch genommen, sie seien besonders gebildet und sind dabei zur Dummheit in Person geworden. Ja? Statt den herrlichen, ewigen Gott anzubeten, haben sie angefangen, irgendwelche Götzenbilder anzubeten, wo vergängliche Menschen oder irgendwelche Vögel oder vierfüßige Tiere dargestellt haben. Oder Tiere, die am Boden rumkriechen. Darum hat Gott sie auch all ihren Trieb und Begierden überlassen. So, dass sie untereinander ihre eigenen Körper missbraucht haben. Ja, sie haben die Wahrheit von Gott vertrüllt und eintauscht gegen die eigene Lüge. Sie haben angefangen, die Schöpfung anzubeten und nicht den Schöpfer selber. Doch ihm steht alle Ehre zu, in Ewigkeit. Amen? Amen. Amen. Darum hat Gott sie auch all ihren schrecklichen Leidenschaften überlassen. Frauen haben sich vom natürlichen Geschlechtsverkehr abgewendet und suchen sexuelle Beziehungen untereinander. Genauso haben Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau vertauscht mit dem unnatürlichen. Männer begehren Männer und lassen ihre sexuelle Lust freien Lauf. Und so haben sie den Lohn für ihre Verwirrung am eigenen Leib erfahren. Weil Gott ihnen gleichgültig war und sie sich keine Mühe gegeben haben, ihm die nötige Anerkennung zu geben, hätten sie all ihren verdorbenen Gedanken überlassen. So, dass sie heute all das machen, was sie eigentlich nicht sollten. Ja, sie sind voll von Unrecht und Schlechtigkeit. Voll von Habgier, Bosheit, Neid, ja, sogar Mord. Sie sind voll von Streit, Hinterlist und Verlogenheit. Klatsch und Verleumdung. Im Grunde genommen hassen sie Gott. Sie sind gewalttätig, stolz und grossspurig. Sie sind sehr erfinderisch, wenn es darum geht, Böses zu tun. Und sind den Eltern ungehorsam. Sie sind uneinsichtig, halten ihre Versprechen nicht und sind lieblos und unbarmherzig. Im Grunde noch wissen sie genau, dass Menschen, die sich so verhalten, nach Gottes Maßstab den Tod verdient haben. Aber sie lassen sich nicht davon abbringen und freuen sich sogar noch, wenn andere genauso handeln. Aber auch du, egal wer du bist, du kannst dich da nicht rausnehmen. Auch wenn du das alles verurteilst, was ich jetzt da gerade vorher aufgezählt habe. Weil letztlich verurteilst du dich mit dem selber. Oder wenn du über andere ein Urteil fällst, selber aber genau das Gleiche machst, dann hast du dich selber verurteilt. Und wir wissen, dass Gott alle, die solche Sachen machen, gerecht wird richten. Oder hast du das Gefühl, Gott werde die anderen richten und verurteilen, wenn sie sich so verhalten? Und dich, obwohl du genau das Gleiche machst, ungeschoren davon kommen lassen? Schaust du das für selbstverständlich an? Dass Gott mit dir bis jetzt so gütig und geduldig war? Und bis jetzt so vieles hat durchgehen lassen? Merkst du nicht, wie Gott durch seine Güte dich dazu bringen will, umzukehren? Aber nein, du weigerst dich stur, von deinem falschen Weg umzukehren. Und so trägst du selber dazu bei, dass der Zorn von Gott immer grösser wird. Und der wird einmal sichtbar. An dem Tag, wo Gott gerecht wird richten. Weil dann jeder genau das überkommt, was er aufgrund von dem, was er gemacht hat, auch verdient. Ewiges Leben in Herrlichkeit. Und Ehre und Unvergänglichkeit wird er all denen schenken, die sich auch genau nach diesen Sachen sehnen und mit grosser Ausdauer tun, was gut ist.
Die aber, die noch für sich selber gelebt haben, die sich der Wahrheit widersetzt haben und im Strom von der Ungerechtigkeit schön mitgeschwommen sind, die wird den ganzen Zorn von Gott treffen. Angst und Not wird über alle hineinbrechen, die nicht aufhören mit Sündigen. So sicher über die Juden wie über alle anderen Menschen. Denen aber, die Gutes tun, wird Gott Herrlichkeit und Ehre und Frieden schenken. Allen voran den Juden, aber auch allen anderen Menschen. Weil vor Gott sind alle Menschen gleich. Ob mit Gesetz oder ohne Gesetz. Oder wenn die sündigen, wo das geschriebene Gesetz von Gott gar nicht kennen, dann werden sie unabhängig von dem Gesetz wegen ihren Sünden verloren gehen. Und wenn die sündigen, wo das geschriebene Gesetz von Gott kennen, dann wird Gott sie nach dem Gesetz verurteilen. Es langt eben nicht, seine Gebote nur zu kennen. Nur wer nach diesen Geboten auch handelt, wird einmal für gerecht erklärt werden. Oder wenn Menschen aus Völkern, die das geschriebene Gesetz von Gott gar nicht haben, unbewusst doch nach diesen Geboten handeln, dann werden sie sich selber zum Maßstab. Durch ihr Verhalten beweisen sie nämlich, dass Gottes Gesetz in ihre Herzen eingeschrieben ist. Und ihr Gewissen und ihre Gedanken tun sie entweder anklagen oder freisprechen. Und all das wird zum Vorschein kommen. An dem Tag, wo Gott durch Jesus Christus all das richtet, was bei uns Menschen noch verborgen ist. Ja. Auch das gehört zu der rettenden Botschaft, die ich hier weitergebe. Haben wir Juden denn jetzt den anderen Menschen gegenüber einen Vorteil? Nein, überhaupt nicht. Wenn ich das in dem Abschnitt gerade vorher aufgezeigt habe und auch in dem Abschnitt, den ich jetzt gerade übersprungen habe, aufzeige, sind alle Menschen, ob Juden oder nicht, schuldig und leben unter der Herrschaft der Sünde. Wie es in der Schrift heißt: keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Alle sind für Gott unbrauchbar geworden. Keiner tut Gutes, auch nicht ein einziger. Ihr Rachen ist ein offenes Grab, ihre Zunge gebrauchen sie, um zu betrügen, und was über ihre Lippen kommt, ist wie Schlangengift. Ihr Mund ist voller Flüche und gehässiger Worte. Sie sind schnell bereit, Blut zu vergießen. Sie hinterlassen eine Spur von Verwüstung und Elend. Den Weg des Friedens kennen sie nicht. Sie haben keine Ehrfurcht vor Gott. So sagt das Gesetz. Und wir wissen, dass das, was das Gesetz sagt, das richtet sich an die, die das Gesetz bekommen haben. Es kann sich also keiner rausschnurren. Alle Menschen auf dieser Welt sind vor Gott schuldig. Niemand wird es jemals schaffen, vor Gott zu bestehen, durch das, dass er Gesetz einhält. Das Gesetz zeigt uns viel mehr unsere Sünden auf. Jetzt aber hat Gott unabhängig vom Gesetz, doch natürlich in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Propheten, einen anderen Weg gezeigt, wie wir vor seinem Gericht bestehen können. Ich habe Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Wie schon gesagt, da sind alle Menschen gleich. Alle Menschen haben gesündigt und können von sich aus nicht in den Himmel kommen. Aber das, was sich keiner verdienen kann, das schenkt uns Gott in seiner Gnade. Er spricht uns frei, weil Jesus Christus für uns gezahlt hat. Als Vergeltung für unsere Schuld hat Gott seinen Sohn am Kreuz verblühten lassen.
Und das kommt uns zu gut. Wenn wir das im Glauben annehmen, haben wir dann jetzt gar nichts mehr, wo wir noch stolz sein drauf? Nein, gar nicht. Weil der Freispruch eben nicht nach dem Prinzip von Gesetz und Leistung funktioniert, sondern allein aufgrund vom Glauben geschieht. Wir halten fest. Wir werden von Gott freigesprochen und für gerecht erklärt, wenn wir unser Vertrauen voll auf Jesus setzen. Also durch den Glauben. Unabhängig davon, ob wir das Gesetz eingehalten haben oder nicht. Sonst würde das ja heissen, Gott sei nur ein Gott der Juden. Ist er nicht aber ein Gott von allen Völkern? Ja, von allen Menschen. Es gibt nur einen Gott. Und ob du zum jüdischen Volk gehörst oder nicht, nur durch den Glauben spricht er dich von deiner Schuld frei. Wenn wir jetzt den Glauben so betonen, tun wir dann mit dem das Gesetz aufheben? Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, wir tun das Gesetz so bestätigen. Schauen wir doch mal ein Beispiel an. Wie war denn das zum Beispiel beim Abraham gewesen? Dem Stammvater vom jüdischen Volk. Durch was hat er vor Gott bestehen? Seine guten Taten. Leistung. Wenn ja, dann hätte er sich darauf ja noch etwas einbilden können. Aber bei Gott zählt eben etwas anderes. Wie heisst es denn in der Schrift? Abraham glaubte Gott und deswegen wurde er für gerecht erklärt. Oder wenn ich arbeite, dann ist mein Lohn nicht ein Geschenk. Ein Mitarbeiter hat sich das verdient, was er bekommt. Aber da geht es eben nicht nach dem Leistungsprinzip. Nur durch den Glauben an den Gott, der die Vollmacht hat, einen Gottlosen von seiner Schuld freizusprechen, nur durch den Glauben komme ich auch einen Freispruch über. Ich meine, der König David hat schon beschrieben, wie sich ein Mensch glücklich schätzen kann, der von Gott ohne Gegenleistung angenommen wird. Glücklich ist der, dessen Ungehorsam vergeben und dessen Schuld zugedeckt ist. Glücklich ist der, dem der Herr die Sünden nicht mehr anrechnet. Zurück zum Abraham. Auch mit den Zusagen, die Gott dem Abraham gegeben hat, ist es so. Der Glaube ist entscheidend. Es soll ein Geschenk sein aus Gnade. Und die Zusagen, die gelten allen Nachkommen von Abraham. Und das sind nicht nur die Juden, die nach dem Gesetz leben, sondern auch alle anderen Menschen, die ihr Vertrauen so auf Gott setzen, wie der Abraham das gemacht hat. Er ist der Vater von allen, die glauben. Es heisst ja schon in der Schrift, ich habe dich zum Vater über viele Völker gemacht. Und aus der Sicht von Gott ist er das auch. Weil er an ihn geglaubt hat. An den Gott, der kann Tote zum Leben erwecken. Der kann mit einem Wort etwas erschaffen, wo vorher nichts war. Ja, dort, wo es eigentlich nichts mehr zu hoffen gegeben hat. Dort hat der Abraham die Hoffnung nicht aufgegeben. Er hat geglaubt und ist so zum Vater von vielen Völkern geworden. Ich meine, Gott hat ihm ja versprochen, deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne. Gut, jetzt muss man wissen, zu dem Zeitpunkt war der Abraham ja schon fast 100 Jahre alt gewesen. Und ihm ist eigentlich völlig bewusst, dass das mit dem Vaterwerden für ihn eigentlich gelaufen war. Ja, und auch seine Frau Sarah, die war ja schon viel zu alt gewesen, um noch Kinder zu bekommen. Aber statt ungläubig an Gottes Zusagen zu zweifeln, hat er Gott geehrt, in dem, dass er ihm vertraut hat. Und sein Glaube ist durch das alles noch gewachsen. Er war völlig überzeugt davon, dass Gott das, was er versprochen hat, auch tun kann. Und genau wegen dem Glauben ist der Abraham auch für gerecht erklärt worden. Die Aussage, dass er auf diese Art und Weise für gerecht erklärt worden ist, die steht aber nicht nur wegen Abraham selber dort. Nein, sie ist auch für uns in der Schrift festgehalten worden.
Weil Gott wird auch uns für gerecht erklären, wenn wir an den glauben, wo Jesus Christus, unser Herr, von den Toten auferweckt hat. Ja, wegen unseren Sünden hat Jesus müssen sterben. Und seine Auferstehung bringt uns den Freispruch. Und jetzt, wo wir aufgrund vom Glauben für unschuldig erklärt worden sind, haben wir durch das, was unser Herr Jesus Christus für uns da hat, Frieden mit Gott. Frieden mit Gott. Ja, durch ihn haben wir einen freien Zugang bekommen zu dieser Gnade, die die Grundlage ist von dem neuen Leben, das wir jetzt leben dürfen. Und über das hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt, nämlich, dass wir einmal in Gottes Herrlichkeit dürfen mit dabei sein. Woo! Wir freuen uns aber auch dann immer noch, wenn uns Sorgen und Probleme quälen. Weil wir wissen, die schwierigen Situationen, die lehren uns durchzuheben. Und wenn wir gelernt haben, durchzuheben, dann macht uns das innerlich stark. Und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden. Wir wissen ja, wie fest Gott uns liebt. Weil er uns seinen Heiligen Geist geschenkt hat, wo unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Ich meine, hey, Christus ist ja zu einem Zeitpunkt für uns gestorben, wo wir der Sünde noch hilflos ausgeliefert waren. Er ist für Menschen gestorben, wo Gott den Rücken zugekehrt hat. Ich meine, freiwillig sterben. Ja? Das würde jemand ja nicht einmal für einen an sich guten Mensch. Am ehesten würde sich jemand vielleicht noch für einen besonders wohltätigen, besonders vorbildlichen Mensch opfern. Aber Gott hat seine Liebe zu uns gerade durch das bewiesen, dass Christus für uns gestorben ist, wo wir noch Sünder waren. Ja, noch mehr, weil wir durch sein Blut in seinen Augen jetzt als Unschuldige dastehen. Ist auch schon klar, dass wir einmal vor dem Zorn von Gott werden bewahrt bleiben. Durch den Tod von seinem Sohn hat Gott uns mit sich selber versöhnt. Notabene noch, wo wir seine Feinde sind. Darum werden wir doch jetzt, wo wir Frieden haben mit Gott, durch das Leben vom Sohn erst recht gerettet werden. Und wir freuen uns darüber, dass wir wieder eine Beziehung haben zu Gott. Ja, weil Jesus Christus, unser Herr, uns mit Gott versöhnt hat. Schauen wir das Ganze mal noch ein bisschen auf eine andere Art an. Durch einen einzigen Mensch, den Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen. Und mit der Sünde auch der Tod. Und weil alle Menschen gesündigt haben, sind auch alle Menschen am Tod ausgeliefert. Auch die Menschen haben schon gesündigt, bevor sie das Gesetz bekommen haben. Doch solange es kein Gesetz gibt, wird das nicht als Schuld angerechnet. Und trotzdem hat der Tod schon in der Zeit vom Adam bis zum Mose über alle Menschen geherrscht. Obwohl sie nicht wie der Adam ein ausdrückliches Gebot von Gott übertreten haben. Also nicht auf die gleiche Art und Weise gesündigt haben wie der Adam. Der Adam seinerseits deutet quasi als Gegenbild auf den hin, der noch kommen sollte, den Messias. Dabei gilt es allerdings Folgendes zu beachten. Die Sünde vom Adam und die überwältigende Gnade, die Gott euch schenkt, hey, die stehen in keinem Verhältnis. Oder? Der Fehltritt von einem Einzelnen hat den Tod über die ganze Menschheit gebracht. Aber die Vergebung und die Gnade von Gott, die wiegen das mehr als auf. Und so ist das riesige Geschenk, wodurch ein Mensch, Jesus Christus, der ganzen Menschheit zugänglich geworden ist, umso viel grösser. Ja, und die Auswirkungen von dem Geschenk,
Ja, die sind eben auch nicht gleich. Genau. Umso viel grösser. Und die Auswirkungen von diesem Geschenk, die sind eben auch nicht gleich wie die Sünde von Adam hat. Gottes Urteil über die eine Sünde hat zu Verdammnis geführt. Das Geschenk von seiner Gnade aber, eine Reaktion auf unzählige Verfehlungen, hat den Freispruch gebracht. Durch den Ungehorsam von dem einen Menschen sind wir alle unter die Herrschaft vom Tod gekommen. Genau so und noch mehr werden durch den anderen Menschen, Jesus Christus, alle, die Gottes übergrosse Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen, leben und herrschen. Wir halten fest. Genau so, wie eine einzige Sünde Tod und Trennung von Gott gebracht hat, so bringt die Erlösungstat von einem einzigen Menschen für alle Menschen Versöhnung mit Gott und neues Leben. Genau so, wie durch den Ungehorsam von dem einen alle zu Sünder geworden sind, so werden durch den Gehorsam von dem anderen alle vor Gott für gerecht erklärt. Und jetzt seht ihr, das ist erst später dazu gekommen, um das enorme Ausmaß der Sünde deutlich zu machen. Aber dort, wo die Summe der Verfehlungen übergross geworden ist, gerade dort zeigt sich auch, wie Gnade immer noch unendlich viel grösser ist. Ja. Dort, wo bis jetzt die Sünde über alle Menschen geherrscht und ihnen den Tod gebracht hat, dort herrscht jetzt Gnade von Gott. Durch sie werden wir von unserer Schuld freigesprochen und kommen ewiges Leben über. Durch Jesus Christus, unser Herr. Was sollen wir jetzt sagen? Sollen wir weiter sündigen, dass die Gnade noch grösser wird? Was für ein abartiger Gedanke. Wenn wir doch für die Sünde tot sind, wie können wir dann noch weiter in der Sünde leben? Oder wissen wir nicht, dass wir, also die, die auf Jesus Christus getauft sind, durch die Taufe sozusagen in seinen Tod mit eingeschlossen sind? Durch die Taufe sind wir quasi mit gestorben und mit begraben. Und so wie, wir durch die, so wie Christus durch die herrliche Macht vom Vater, von den Toten auferstanden ist, so sollen auch wir jetzt ein neues Leben führen. Oder wenn wir doch in seinen Tod mit eingeschlossen sind, dann sind wir doch auch fest verbunden mit seiner Auferstehung. Ja, wir müssen checken, unser alter Mensch, der ist mitgekreuzigt worden. Unser sündiges Wesen hat jeglichen Anspruch auf uns verloren. Wir sind nicht mehr Sklaven von der Sünde. Weil wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch von der Sünde befreit.
Und weil wir mit Christus gestorben sind, glauben wir auch, dass wir mit ihm werden leben. Und wir wissen ja, dass Christus, der von den Toten auferstanden ist, nie mehr wird sterben. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Sein Tod, sein Sterben, das ist er gestorben für die Sünde, um sie ein für alle Mal zu besiegen. Und sein Leben, das lebt er jetzt für Gott. Und das gilt darum auch für euch. Und hebt euch an dem fest. Geht davon aus, dass ihr für die Sünde tot seid. Und lebt jetzt durch Jesus Christus für Gott. Schaut, dass ihr euch auch in eurem sterblichen Leben nicht von der Sünde beherrschen lasst. Dass ihr nicht vom Lustprinzip oder vom Trieb gesteuert werdet. Ja. Stellt dann nicht einen Teil von eurem Körper der Sünde zur Verfügung. Und lasst keinen Bereich von eurem Leben zum Werkzeug vom Bösen werden. Im Gegenteil, stellt euch ganz Gott zur Verfügung. Ja, weil, hey, euch ehemals Toten ist ein neues Leben geschenkt worden. Euer Körper soll ein Werkzeug sein zur Ehre von Gott, das sich für die gute Sache einsetzen lässt. Die Sünde hat die Macht über euch verloren, weil ihr euch nicht mehr müsst am Gesetz unterordnen. Heute steht Gnade über eurem Leben. Gnade, Gnade, Gnade. Soll das jetzt heissen, wir dürfen weiter sündigen, weil die Gnade von Gott uns ja vom Gesetz befreit hat? Was für ein abartiger Gedanke. Habt ihr nicht geschnallt? Dem, den ihr euch unterordnet und verpflichtet, dem müsst ihr einen Kurs am leisten. Dem, wo du folgst, dem sind Sklave bist du auch. Ja, und jetzt könnt ihr auslesen. Entweder ihr seid Sklaven von der Sünde, was in den Tod führt, oder ihr seid gehorsam gegenüber Gott. Und er wird euch annehmen. Gott sei Dank. Früher sind ihr Sklaven von der Sünde und heute sind ihr Jünger geworden, die von ganzem Herzen auf die neue Lehre hören. Frei gemacht von der Sünde sind ihr jetzt Sklaven von der Gerechtigkeit. Also, ich bringe den Vergleich mit der Sklaverei nur, dass ihr es ein bisschen besser checkt. Oder ich meine, sind wir ehrlich? Früher habt ihr euch in verschiedenen Bereichen eurem Leben quasi wie Sklaven in Dienst von der Unmoral und der Gesetzlosigkeit gestellt. Jetzt aber solltet ihr euer Leben bewusst wie Sklaven in Dienst von der Gerechtigkeit stellen und gottwürdig leben. Oder ich meine, früher als Sklaven von der Sünde sind ihr quasi frei gewesen von höheren moralischen Ansprüchen. Und was hat es euch gebracht? Vieles, was ihr euch heute schämt dafür, weil es letztlich in den Tod führt. Jetzt aber, wo ihr von der Sünde befreit und Gottes Sklaven geworden sind, jetzt tut das, was euch auf dem Weg Gott ähnlicher zu werden vorwärts bringt. Tut das, was euch das ewige Leben bringt. Weil, ey, der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das unverdiente Geschenk, das es bei Gott gibt, ist das ewige Leben. Durch Jesus Christus, unser Herr. Liebe Geschwister, ihr seid also nicht mehr eurer menschlichen Natur gegenüber verpflichtet und ihr müsst euch nicht mehr von ihren Wünschen beherrschen lassen. Weil, wenn ihr euch weiter von eurem Ego bestimmen lasst, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch Kraft vom Heiligen Geist euer ego gesteuertes Verhalten abstellt, werdet ihr leben. Und wir wissen ja, dass alle die, die vom Heiligen Geist getrieben werden, das sind Kinder von Gott. Oder der Geist, den ihr da bekommen habt, der macht euch ja beziehungsmässig nicht zu Sklaven, die wieder müsstet Angst haben. Nein, der Geist macht euch zu Kind von Gott, wo sogar dürfen Papi, Vater sagen. Der Geist Gottes selber bezeugt ja tief in unserem Herzen, dass wir ein Kind von Gott sind. Und als seine Kind. Sind wir auch Erben. Wir erben gemeinsam mit Christus. Und wenn wir jetzt mit ihm leiden,
was einfach dazugehört. Dann werden wir auch mal seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Ich bin mir aber bewusst, dass das, was wir jetzt leiden, nichts ist im Vergleich zu dieser Herrlichkeit, die wir einmal miterleben dürfen. Ich meine, die ganze Schöpfung wartet ja schon sehnsüchtig auf den Tag, wo die Kinder von Gott ihre ganze Herrlichkeit offensichtbar werden. Oder? Es ist ja so, auch die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen worden, obwohl sie eigentlich gar nichts dafür kann. Aber sie hat sich dem müssen beugen, wo ihr das Schicksal auferlegt hat. Mit dem ist aber auch eine Hoffnung verbunden. Auch die Schöpfung wird aus dieser Versklavung in die Vergänglichkeit ihr befreit werden. Auch sie wird von dieser Freiheit profitieren, die dem Kind von Gott mit der zukünftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir sind uns aber bewusst, dass die ganze Schöpfung bis heute ächzt und unter dem Zustand stöhnt, wie wenn sie in der Wehe liegen würde. Und auch wir selber. Uns, wo ja Gott schon seinen Geist gegeben hat, quasi als Vorschuss aufs zukünftige Erbe, auch unsere Seele seufzt und wartet sehnsüchtig auf den Moment, wo das Kindsein sichtbare Realität wird. Nämlich die Erlösung von unserem Körper. Oder mit der Hoffnung auf das sind wir gerettet worden. Aber eine Hoffnung, die schon Tatsache geworden ist, wäre ja keine Hoffnung mehr. Ich meine, wer hofft auf etwas, das schon Tatsache geworden ist? Aber wenn wir auf etwas hoffen, wo wir noch nicht sehen können, hey, dann bleiben wir dort dran, bis sich das erfüllt. Übrigens bleibt auch der Geist Gottes dort dran, wo wir schwach sind. Ich meine, wir wissen dem einmal nicht einmal so richtig, wie wir beten sollten, oder? Und der Geist Gottes, der hilft uns mit einem Seufzigen, ja, wo man eben nicht in Wort fassen kann. Aber der Gott, der unsere Herzen genau unter die Lupe nimmt, der weiß, was der Geist mit dem sagen will, weil der Geist sich eben so für die Heiligen einsetzt, dass es bei Gott auch richtig ankommt. Etwas aber wissen wir. Nämlich, dass bei denen, die Gott ganz fest lieb haben, letztlich alles zum Guten führt. Bei denen, die nach seinem Plan berufen sind. Weil die, die Gott schon im Voraus ausgesucht hat, also noch bevor es Zeit gegeben hat, die hat er im Voraus dazu bestimmt, dass sie mal seinem Sohn werden gleichen. Dass er dann der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern ist. Und die, die er im Voraus ausgesucht hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch von ihrer Schuld freigesprochen. Und die er so für gerecht erklärt hat, denen hat er auch einen Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Woo! Hey, was kann man da noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann denn da noch gegen uns sein? Ich meine, er hat ja niemals seinen Sohn verschont. Im Gegenteil, er hat ihn für uns alle angegeben. Wie wird er uns mit ihm denn nicht auch alles andere? Ich meine, wird uns Gott noch irgendetwas vorenthalten? Darum, wer will schon Anklage erheben gegen die, die Gott selber in sein Team geholt hat? Ich meine, Gott selber ist es ja, der sie von ihrer Schuld freispricht. Wer will uns also noch verurteilen? Ja, Christus, Jesus selber ist ja für uns gestorben. Ja, noch mehr, er ist vom Tod auferweckt worden. Er hat jetzt die höchste Position neben Gott und setzt sich dort für uns ein. Wer oder was könnte uns also noch von Christus und seiner Liebe trennen? Eine Notsituation? Angst? Verfolgung? Hunger? Armut? Lebensgefahr? Oder Waffengewalt? Ich meine, es steht ja schon in der Schrift, weil wir zu dir gehören, sind wir ständig vom Tod bedroht. Wir werden behandelt wie Schafe, die geschlachtet werden sollen.
Aber trotz all dem kommen wir da nicht nur so knapp davon. Nein, wir kommen da als Sieger daraus raus. Ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder etwas in der Gegenwart noch etwas in der Zukunft, weder böse Mächte oder ein persönliches Hoch oder ein absolutes Tief, nichts. Und niemand in dieser ganzen Schöpfung wird jemals imstande sein, uns von dieser Liebe von Gott zu trennen. Dieser Liebe, die uns geschenkt worden ist, in Jesus Christus, unserem Herr. Ich habe euch vor Augen geführt, liebe Brüder und Schwestern, wie gross Gottes Barmherzigkeit ist. Und darum fordere ich euch auf, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Es soll ein heiliges und lebendiges Opfer sein, wo Gott Freude hat daran. Ich fordere euch auf, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, wo Gott Freude hat daran. Das ist echter Gottesdienst. Darum dünnt euch nicht den Maßstab dieser Welt anpassen, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern. Und lasst euch umgestalten, so dass ihr in der Lage seid, zu beurteilen, was am Willen von Gott entspricht. Das Gute, das Vollkommene und das, was Gott gefällt. Amen.